So, Fraps hat bei mir gerade die Zahl so behindert auf die Ding gestellt, also die Fraps Framerate hat es mir genau über meine Einnahmen gestellt. Das war ein bisschen unvorteilhaft, deswegen habe ich das jetzt schnell mal umgestellt, dass ich hier mal schneller klarkomme. Und ich hoffe, wir treten Father gleich mal so richtig in den Hintern. So, und ja. Hier fahren ewig viele U-Boote rum. Muss ich jetzt auch mal gucken, dass ich die zermetzel. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Wow. Verarsch mich. Was soll die KG? Wo sind sie denn? Da sind sie ja. Komm, greif das an. Ich bin Father. Nein. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Nee, der wird vernichtet. So. Registriere neues Fahrzeug. So, ich taufe dich auf Unsinkbar 2. Na super. Wo ist denn jetzt das U-Boot hingekommen? So, zerstört es. Juhu, kaputt. So. Dann fährt's mal hier mal zurück. Und hier nehmen wir uns mal. Wo ist denn jetzt das Schiff hingekommen? Ah, da ist es ja. Da ist es ja. Scheiße. Ist es hier hochgefahren, obwohl es nicht sollte? Und ja, jetzt vertreiben wir uns halt ein bisschen die Zeit. Bis ich halt hier mal Faser zerstören kann. So, Einsatzetappe. Ich müsste U-Boote bauen. Ich dachte, er hat wieder so unzerstörbare Einheiten. Komisch. So. Die U-Boot-Flotte könnte ruhig mal hier anrücken. Da ist es. Da ist so eine Flugeinheit wieder. So eine mit Schild. Bedrohen meine Systeme. Ja, quatsch mich nicht voll, Father. Kannst mich mal kreuzweise. So, ist jetzt mein Schiff hier angekommen? Jo. So, was nehmen wir denn mit? Wir brauchen Bauzellen. Hoppala, nehmen wir zwei Dinger voll mit. Werkzeuge auch zwei so Dinger. Hoppala, das war nix. So. So, ich hoffe, dass ich mit dem hier bauen kann. Dass ich hier meinen Kontor machen kann. So, du machst hier wieder weiter munter. So, und die hole ich mal aus dem Dornröschenschlaf raus. Also hier ein bisschen weiter produziert wird. Nicht jetzt. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit unterwegs. Schön für dich. Hier ist noch Zeug zum Aufsammeln. Hier wäre Zeug zum Aufsammeln. Aber sobald ich, solange ich noch keine Ingenieuris habe, anständig viele, dann bringt mir das gar nichts. So, ihr kommt mal mit. Ihr steuert euch hier hin. Wär vielleicht besser. So, da kommt ja mein Schiffi an. Schiffi. Ich will hier ein Kontor bauen. Geht nicht. Scheiße. Scheißendreck. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Trimaran fertiggestellt. Trimaran bereit. Okay, bitte dann gehen Sie an Bord.
Ja, würde ich gern, wenn es rauskommt. Plopp raus hier. Na, kommst du halt noch? Ja, endlich. So. Dann lade ich halt hier noch ein paar Bauzellen auf, ein paar Werkzeuge. Und baue hier erstmal ein Kontor. 10 Stück von jedem dürften reichen. Dann kommt der hier mal hier hin. So. Hier kommt schon wieder ein U-Boot vorbeigeschissen. Muss ihm echt mal die ganze U-Boot-Flotte mal wieder zerlegen. Dass er hier einen Fried gibt. Einen gut Fried. So, versenkt es, Leute. Versenkt es. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Ihr Plan ist fehlerhaft. Nee, eher nicht. Nicht stoppen. Ich kann dich stoppen. Und wie ich dich stoppen werde. Das dachte ich schon, es versenkt mir mein Schiff. So, du tauchst ab. So. Na endlich, ich kann ein Kontor bauen. So. Tauchst du wieder auf, Junge? Und du übergibst hier jetzt das ganze Zeug. Dann mache ich hier mal unter Wasser. Mache ich erstmal das Baumenü auf. Text. Ich will hier unter Wasser nämlich erst einmal ein Gezeitenkraftwerk. Und die Funktionsnahrung beginnen wir mal. So, 6 Stück. Perfekt. Kommt hier noch so ein Dings her. Und natürlich müssen so Unterwasserleitungen auch gesetzt werden. Wo sind sie denn? U-Boot-Werft. So. Na, super. Die automatische Baufunktion ist auch für den Arsch. Wenn es dann doch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. So, zack. Und du auch noch. Egal, es funktioniert. Du lieferst erstmal das Zeug hier ab. Dann kann ich hier noch ein paar Wohnhäuserchen produzieren. Wie zufrieden seid ihr denn? Aber bis auf die Funktionsnahrung haben sie alles. Mit einem größeren Rechenzentrum ginge meine Arbeit schneller voran. Ja, ja, muss auch so gehen. Laber mich nicht voll hier. Muss ja auch nicht, ne? So. Produktion läuft an. Also, das dürfte dann bald mal funktionieren. Wir nehmen die Werkzeuge zu. Ja, dann können wir die Text ein bisschen ausbauen. Und euch will ich irgendwie versenken. Keine Ahnung. Ich habe den Drang dazu. Also die ganzen U-Boote hier versenken. Aber für das baue ich eine U-Boot-Werft. Würde ich gern, wenn ich Carbon hätte. Deswegen scheißerst du mal los und holst eine Stiege voll Carbon. So, mal gucken, ob hier das Schiff schon angekommen ist. Ja.
So. Jetzt baue ich hier noch ein paar Wohnhäuser. Ja. Wieso erwische ich immer Stadtzentrum? So. Zack. Das dürfte jetzt mein Einnahmeplus ein bisschen steigern. Hoffe ich mal. Vor allem, wenn sie dann die Funktionsnahrung bekommen. Dann dürfte das ein bisschen eher gehen. Die Getränke. Haben sie 12 auf Vorrat. Und Handel. Ach so, kaufe ich. Wird eingekauft. Ja, gut. So, Handelsroute. Zwischen hier wird. So, scheiße. Einladen und zwar Funktionsnahrung. Und hier ausladen Funktionsnahrung. So. Dann haben wir die nächste Handelsroute hier mal aus dem Boden gestemmt. Die hier doch sehr, sehr wichtig sein wird. So. Hier wollte ich Carbon mitnehmen. Machen wir uns das ganze Ding voll. So, komm her hier. Was ich immer hier verkehrt... Nee, hab schon richtig gedrückt. So, die Carbonproduktion hole ich hier mal aus dem Quark. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Habe ich die eingestampft? Aber hier habe ich definitiv mal das Carbon produziert gehabt. Wieso produzierst du hier eigentlich nichts mehr? Ach so, ist beides maximal. Ist auch schön. Dann kann ich hier ja eine Carbonproduktion wieder aus dem Boden stampfen. Spiel gespeichert. Das ging aber schnell. So.